Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Das ist mir gar nicht in der letzten Folge mehr aufgefallen. Die liegen ja hier immer noch, die Banditen. Anscheinend wollen die nicht weg. Hier. Ich glaube, die wollen hier bleiben. Frost bedeckte seine Rüstung wie eine Glasscheibe im Winter. Alles klar. Seine Augen waren rot wie glühende Kohle. Er neigte sich zu mir herüber und flüsterte: Du! Lol. Ja. Ich such mal kurz. Entschuldigung. Das Dorfschild. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Dorfälteste. Alleine? Du weißt doch, wer es ist. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Bist du nur für eine Mutter? Bevor wir hier die weiteren Quests annehmen, würde ich gerne mal hier diese Anschlagtafel mal abreiten, wo was ist. Aber plötzlich ist hier alles weg. Das war also nur die eine Quest, oder wie? Okay. Dann lass uns die doch gleich hier annehmen, Mensch. Warum nicht? Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Was wollte er dann? Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht, ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Das sind dann aber definitiv keine Hexer. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Ein Möchtegern-Hexer. Hey, und die Quest ist diesmal nicht so hoch, dass wir die nicht schaffen könnten. Also, gleich mal zu der Quest auf den Friedhof, also. Ein Möchtegern-Hexer. Zu den Männern vom Baron, oder? Wir können die Hoffnung nicht aufgeben. Da bin ich ja natürlich mal selber sehr gespannt, wer das angeblich sein soll. Ich wüsste jetzt nicht, wer auf diese Beschreibung so zupassen würde. Gucken wir uns das mal an. Suche mit deinen Hexersinnen auf dem Friedhof nach dem Scharlatan. Ach, Ghule. Ein Ghul. Das war's mit dem Ghul, würde ich sagen. So, jetzt sollen wir uns natürlich hier ein bisschen umschauen. Interessant. Was denn? Was ist denn interessant? Geralt! Habe ich jetzt etwas nicht mitbekommen? Sag mal, drehen sich die Statuen? Okay. So, ich gehe jetzt mal weiter. Wenn die mich nicht angucken und wenn ich mich jetzt umdrehe, drehen die sich mit? Lol, die drehen sich. Wie geil ist das denn gemacht?
Die drehen die sich auch zur Seite? Lol. Die drehen sich ja in allen Richtungen. Okay, also wir sollten mal den Fußspuren wahrscheinlich folgen ein bisschen. Zu gucken, wo dieser... Ah, danke. Da ist er. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Mhm. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Ganz ehrlich? Nö. Hier ist nur ein Hexer. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Bringt ihn zum Dorfältesten. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Und schon sind die Statuen weg. Ein Möchtegern-Hexer. Stufe 13 erreicht, nice. Ja, ich dachte mir jetzt eben, soll ich ihn verpfeifen? Soll ich ihn nicht verpfeifen? Und dann habe ich gedacht, komm, mach's du mal, weil im Endeffekt leidet ja dann der Ruf der Hexer drunter und... Warum nicht, ne? Wenn es danach geht. So, wir haben noch einen Lernpunkt jetzt zu verteilen durch den Stufenaufstieg eben. Da würde ich vorschlagen, dass wir auch hier den Präzisionsschlag wieder nehmen. Es ist immer ganz gut, kritische Treffer zu landen. So, können wir eigentlich mittlerweile schon das Mutagen ein bisschen verbessern, dass wir mehr Angriffsstärke da rausholen? Das ist jetzt eigentlich so meine Frage. Müssen wir mal gucken. Handwerk? Ist das unter Handwerk nochmal aufgeführt oder war das unter Alchemie? Ich glaube, Alchemie war das, ne? Genau. Da. Brauchen wir 3 rotes Mutagen. Wir haben aber 0 von 3. Das heißt, wir brauchen erstmal ein kleineres. Da. Da brauchen wir auch 3 Stück für ein mittleres. Eieieiei. Okay, da brauchen wir also noch welche. Nun gut, dann haben wir ja eine weitere Quest erfüllt. Mensch, das geht ja echt gut. Und die war relativ easy sogar. Ich gehe mal zum Dorfältesten. Vielleicht hat der ja eine Belohnung für uns oder so nochmal. Oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob wir eben eine bekommen haben. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet jetzt. Gloriel geht es immer noch schlecht. Und sie hat Visionen. Wir sollten sie in die Sümpfe bringen. Zu den Schwestern. Ja. Ich glaube, der Dorfälteste ist weg, oder? Warte mal, war der nicht hier irgendwo eben? Wow, deine Augen! Die sind wie die von meiner Katze. Ja, kannst du so sagen. Katzenaugen. Warte mal, ist das der Dorfälteste da? Warte mal, warte mal. Nee, du bist ein Bauer. Willst du mich begraben? Er deckte seine Rüstung. Nein. Wie eine Glasscheibe. So, wir haben jetzt hier eigentlich erstmal soweit alles durch. Wir könnten natürlich hier noch die Fragezeichen aller Kunden. Da gibt es einige. Viele werden wir wahrscheinlich auch noch nicht schaffen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne sagen, dass wir hier einfach mal ein paar Quests machen, die von der Stufe her
in unseren Ermessen liegen. Zum Beispiel das hier. Das hat keine Stufe, da suchen wir jetzt uns Drachenwurz aus. Das heißt, wir gucken jetzt auf der Karte nach, wo das ist. Und dann werden wir das machen. Wir werden jetzt erstmal eine Quest nach den anderen erledigen. Da hinten soll die sein. Kein Ding, kriegen wir hin. Ab nach Benkelheim, würde ich sagen, wa? Damit wir die Drachenwurzel da oder was das ist finden. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? So, dann einmal nach da hinten bitte, nach Benkelheim. Und von dort aus suchen wir dann mal die Pflanze. Ich bin ja auch mal gespannt, was das für eine Art Pflanze ist, weil es hört sich nicht unbedingt sehr häufig an, als ob die überall wachsen würde. Oh. Und deswegen mal gucken, was wir da so finden. Gloggis scheint es gar nicht gut zu gehen. Sie sagt, sie hätte verdorbenes Fleisch gegessen. Fleisch? Woher hatte sie das denn? Weiß ich nicht, aber man sagt, ihr Mann würde immer dorthin gehen, wo gekämpft wurde. Oh Gott, Fleisch von toten Tieren oder von toten Gefallenen? Aber okay. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier einfach den Weg weiter, ne? Und irgendwo werden wir dann schon hinkommen mit der Pflanze wahrscheinlich. Was haben wir denn hier für eine Pflanze? Na ja, nehmen wir mal mit, ne? Da diese Aussicht von hier oben. Sehr schön. Ach, Wilfi. So, die Pflanze ist jetzt hier unten. Aha. Scheint schwer zu sein hier anscheinend, wa? Ach ja. In irgendeiner Höhle war es mir doch irgendwie schon klar. Ich glaube, F war Katzenauge, ne? Ich glaube, F. Jawohl, so können wir wenigstens auch in Höhlen was sehen. Oh, ich glaube die Höhle hier. Ich glaube hier ist irgendwer. Oh, oh. Aber die Quest wird nicht angezeigt, als ob das was für Schwächlinge ist. Hört sich nicht gut an. Aber wir werden schon überleben, denke ich mir mal. Sind das Allghule oder nur Ghule? Das sind nur Ghule. Lol, die sind Level 2. Spielen wir hin. Oh, das war's. Natürlich, jetzt hört natürlich auch die Katze auf, ohne Witz. Immer dann, wenn es entscheidend wird, dann hören so welche... da ist sie. Dann hören so welche Tränke auf. Aber ich glaube, die kann man sogar durch Alchemie die Wirkung noch verlängern. Dass man da nicht so oft welche einschmeißen muss. So, was haben wir denn hier hinten Schönes? Okay, auch ein paar Sachen. Ist irgendeine Kiste, die keiner braucht. Allerdings war hier die Drachenwurzel, die Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Wir werden es herausfinden. Das ist ja der Wahrsager, der die braucht. Die Drachenwurz. Mal gucken. Aber dafür, dass hier so viele Leichen vorne sind, waren die Allghule, würde ich schon sagen, die Ghule, relativ harmlos, oder? Oder kommt das einem nur so vor? Und die Frage ist, was wütete denn eben hier oben, Mensch, auf den Feldern? Egal, wir bringen einfach dem alten Wahrsager die Pflanze jetzt und dann werden wir mal gucken, was er damit machen kann. Bin ich natürlich selber sehr gespannt drauf. Arbeit.
Ja, so, wo bist du denn, du alter Mann da? Der alte Wahrsager. 34 Meter noch. Ach, da ist er. Ich sehe dich. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir haben ihn gefunden. Wir können in der nächsten Folge das abgeben. Und dann sehen wir mal, was er daraus machen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.